Einen wunderschönen guten Morgen an alle erstmal. Ja, mein Name ist Ferit und viele kennen mich schon her. Ich möchte euch jetzt ein bisschen über mein Leben erzählen. Ich bin 1978 in Istanbul auf die Welt gekommen. Mit 11 Jahren sind wir dann nach Deutschland ausgewandert. Erst nach Rottweil, das ist in Baden-Württemberg. Wir waren dort mit meinen Onkels und mein Opa zusammen. Nachdem mein Opa gestorben ist, der hatte Krebs, sind wir dort geblieben und die ganze Verwandtschaft ist dann ausgezogen aus Rottweil. Und ja, da waren wir die einzige aramäische Familie. Und dann sucht man sich halt natürlich Freunde. Und also die Kindheit war ganz normal, ist alles normal gelaufen, Hauptschulabschluss gemacht. Dann habe ich Lehre angefangen und mit 17 Jahren dann hat das Leben angefangen Spaß zu machen. Und bin dann auch zu Hause ausgezogen, habe meine Lehre abgebrochen, die Arbeit gekündigt und habe angefangen, nur noch das Leben zu genießen, nur noch Partys, nur noch mit Freunden raus. Eigentlich hat dieser Film von gestern zu 99% mein Leben schon beschrieben, was gestern abgelaufen war. Und ja, also mit meinem Vater und so hatte ich keinen Kontakt, wenig. Ich wollte auch von denen nicht wissen. Ich wollte einfach, über die Wahrheit wollte ich nicht sprechen. Ich wollte es auch nicht hören. Ja, ich habe viel mit Alkohol damals zu tun gehabt, auch mit Drogen in Kontakt gekommen, Feierei, wie das so halt heutzutage ist. Und ja, als ich dann 25 Jahre alt war, sind wir dann nach Gießen umgezogen. Ich habe da bei meinem Vater gearbeitet, im Geschäft zusammen. Dann habe ich mir auch hier Freunde gesucht, natürlich in Gießen, die auch so zu mir passen. Da ging das mit Feierei und Rausgehen mit Drogen weiter. Und dann kam ich in eine Schuldenkrise rein. Ich hatte Schulden, also auch nicht große Menge, also das waren schon über 200.000, 300.000 Euro Schulden. Und dann wollte ich mir weiterhelfen. Mit legaler Arbeit hat es nicht geklappt. Ich habe alles Mögliche probiert. Also ich hatte einen Kiosk, ich hatte eine Diskothek, ich hatte ein Klamottengeschäft, einen Schmuckladen. Ich habe alles versucht, mit eigener Kraft irgendwie da rauszukommen. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Und dann habe ich versucht mit illegalen Mitteln. Und dann hat Drogenhandel angefangen. Erstmal in kleinen Mengen. Und nach 2 Jahren wurde das immer mehr. Dann ging das in Kilogrammbereiche. Und nach 3 Jahren dann, das war genau 20. März 2007, wurde ich dann verhaftet wegen Drogenhandel in nicht geringen Mengen. Zu 5 Jahren und 10 Monaten Gefängnis. Und dann kam ich in Gefängnis rein. Und erst nachdem ich da reinkam, hatte ich so die Zeit für mich, über mein Leben und über das alles, was passiert ist, nachzudenken. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon eine Gefängniszelle von innen gesehen hat. Da sind 6 Quadratmeter. Und in den ersten 3, 4 Wochen hat man weder einen Fernseher, noch ein Buch, noch gar nichts. Man ist alleine in der Zelle, alleine mit seinen Gedanken. Dann konnte ich zum ersten Mal richtig so über mein Leben nachdenken. Und mein Vater hat mir dann auch viele Briefe geschrieben. Der wollte mich ermutigen, der wollte mich aufbauen. Der hat mich immer wieder darauf hingewiesen, dass ich mir eine Bibel holen soll, dass ich in der Bibel lesen soll. Aber irgendwie, am Anfang habe ich so angefangen, irgendwie konnte ich das nicht verstehen alles. Bis ich eines Tages einen ganz schlimmen Albtraum hatte. Dann bin ich aufgewacht, nass geschwitzt komplett. Ich hatte richtig Angst gekriegt. Dann habe ich gesagt, ich muss unbedingt was machen. Dann habe ich wieder die Bibel genommen, wieder angefangen. Zuerst habe ich gebetet, dass ich das verstehen soll, auf Hinweis von meinem Vater. Dann habe ich die Bibel gelesen. Nach 6, so 7 Monate, so langsam habe ich angefangen, die Bibel zu verstehen. Je mehr ich gelesen habe, umso mehr konnte ich mich wie so in so einem Spiegel sehen mit der Zeit. Und dann hat mir die Bibel, Gottes Wort, gesagt, Ferit, du bist ein Sünder. Du hast dein ganzes Leben sinnlos gelebt, ohne Sinn. Du hast einfach, ohne nach der Wahrheit zu fragen, gelebt. Und jetzt bist du hier, jetzt hast du die Zeit nachzudenken. Jetzt kannst du mal schauen, wohin dein Leben geht. Wenn du so weitermachst, du wirst in der Hölle landen, knallhart. Ja, und dann, nachdem ich gesehen habe, dass ich ein Sünder bin, dass ich verloren bin, natürlich sucht man nach einer Lösung. Was muss ich tun? Was muss ich machen? Wie geht das mit mir weiter? Also, dank sei Gott dem Herrn, er hat mir die Augen geöffnet. Durch die Bibel
durch Gottes Wort, ohne dass mir, niemand hat mir da geholfen. Also ich war ganz alleine da drin und das war keine einfache Zeit, aber durch die Gebete von Familie, von Verwandte, von Bekannte, die angekommen sind, die ich nachhinein erst verstanden habe, Gott hat mich getragen, geformt. Die Bibel, Gottes Wort, hat mich auf die Knie gezwungen. In meine 6 Quadratmeter Zelle bin ich auf die Knie und ich habe zu Gott gebetet. Ich habe gesagt, ich danke dir, dass du mich hier reingebracht hast. Ich danke dir, dass du mich geformt hast, dass du mich geschliffen hast, dass du mich hier ins Gefängnis reingebracht hast, damit ich dich sehe. Nachdem ich auf die Knie bin und in Tränen, ich habe einfach angefangen, meine Sünden aufzuzählen. Ich konnte nicht mehr aufhören und ich habe alles rausgelassen. Und nach dieser Zeit, nach diesem Tag, kam Freude in mein Leben. Ich war im Gefängnis, ich war glücklich. Als ich draußen war, als ich so kriminell war, als ich unterwegs war, ich war in Freiheit. Mein Körper war in Freiheit. Meine Seele war gefangen. Ich war unglücklich. Ich war unglücklich, obwohl ich in Freiheit war. Im Gefängnis drin war ich gefangen, hinter Gitter, aber meine Seele war frei. Ich war glücklich. Ich war der Glücklichste. Im Gefängnis haben die alle gesagt, der spinnt. Der ist verrückt geworden. Knastschaden, sagt man dazu. Und ja, dann habe ich angefangen, im Gefängnis über Gottes Wort zu sprechen bei den Leuten. Ich habe gesagt, ich muss unbedingt den Leuten das mitteilen, was ich hier gelesen habe. Aber irgendwie, das war sehr schwierig. Keiner wollte das hören. Nach 3 Jahren, wegen guter Führung, hat mich Gott da rausgeholt. Ich bin rausgekommen. Jetzt stehe ich hier und ich danke meinem Gott, Herr Jesus Christus, dass er mich so geformt hat, dass ich heute hier stehen darf und das erzählen kann. Ich bin nicht stolz darauf, was ich erlebt habe. Ich möchte das nur erzählen, damit Gottes Kraft hier sichtbar wird. Aus einem kriminellen Menschen, dass er einen Mensch macht, der jetzt hier steht und Gottes Wort sagt. Deswegen sage ich das hier. Und ich danke euch nochmal allen. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Ich wünsche euch allen die Kraft, dass Gott euch die Kraft gibt, Herr Jesus Christus, dass ihr ein heiliges Leben führt. Das wünsche ich euch, jeden Einzelnen. Dankeschön.